Wir schreiben den 21.12.2014, 23.20 Uhr, Tscherna, Russland. Kriegsbericht von David Bergmann. Unser neuer Rückzugspunkt bietet nicht lange Schutz. Erneut werden wir von einer feindlichen Truppe angegriffen und überrannt. Doch diesmal kennen wir den Feind. Dies ist Operation Mayhem, Tage der Vendetta. 3.16 Uhr in der Nacht. Wir haben uns nach dem Angriff wieder gesammelt und schmieden einen Racheakt. Die Feinde haben ihren Stützpunkt in Gwozdno, 7 Kilometer nördlich unserer Position. Mit unserem bewaffneten UA-60M Blackhawk setzen wir zu 6 Kurs auf die feindliche Basis und starten einen Angriff aus der Dunkelheit. 3.40 Uhr. Wir erreichen die Zielposition. 4 Fallschirmspringer verlassen den Blackhawk und landen in einem nahegelegenen Waldstück. Der Blackhawk umkreist den feindlichen Stützpunkt und gibt taktische Informationen an die Bodentruppen weiter. 4.10 Uhr. Der erste Feind wird von einem unserer Scharfschützen ausgeschaltet. Die Basis scheint zurzeit nicht schwer bewacht zu sein. 4.20 Uhr. Ein Feind scheint sich noch in der Scheune zu verstecken. Keine Chance, an ihn ranzukommen. Der Blackhawk geht nach Sicherstellung des Gebiets in den Landeflug und hovert neben der Scheune, um mit der 134er Gatling Gun durch das marode Holz zu schießen. 4.25 Uhr. Operation Mayhem gerät in Gefahr. Die Rotoren des Blackhawks berühren am Fließband und er muss notgelandet werden. Niemand kommt zu Schaden. 4.35 Uhr. Der Bodentrupp sowie der Pilot und Copilot sammeln sich am Boden und halten die Basis im Blick. Die Zombie-Massen werden immer mehr. Immer öfters müssen Schüsse abgegeben werden. Die Munition wird knapp. 4.50 Uhr. Wir erhalten Berichte über mehrere Feinde, die sich der Basis nähern. Es wird eng. Wir entscheiden uns für einen taktischen Rückzug. 14.35 Uhr. Der Plan für den nächsten Angriff steht fest und der Feind scheint aktiv. Zusammen mit einer verbündeten Gruppe greifen wir die feindliche Basis aus mehreren Winkeln an. 14.50 Uhr. Wir teilen uns auf. Blackbook und ein weiterer Soldat treffen sich mit dem Verbündeten Nähe Solnitschi und werden mit einem UH-60S über der feindlichen Basis abspringen. Nitz und ich fahren mit unserem getarnten Einsatzfahrzeug und mit Scharfschützengewehren ausgestattet hinter feindliche Linien auf einen nördlich gelegenen Hügel. Die Belagerung beginnt. 16.40 Uhr. Die Belagerung hält an. Die verbündeten Truppen sind noch nicht eingetroffen. 16.55 Uhr. Feindkontakt im Turm. Die ersten Schüsse aus unseren Gewehren fallen. Kein Treffer. Der Feind kennt unsere Position und erwidert das Feuer. Kein Treffer. Der Schusswechsel hält an, doch niemand trifft. 17 Uhr. Die Lage hat sich noch nicht beruhigt, doch schon haben wir den nächsten Feindkontakt am Eingangstor. Schuss. Daneben. Schuss. Daneben. Der nächste Feind gelangt in seine Basis. Wo bleibt unsere Unterstützung? 17.05 Uhr. Das Wetter verschlechtert sich. 17.10 Uhr. Wieder Feindkontakt im Turm. Schuss. Treffer. Feind am Boden. 17.20 Uhr. Zweiter Feindkontakt im Turm. Schuss. Treffer. Zweiter Feind am Boden. 17.30 Uhr. Wir vermuten immer noch Feinde in der Basis. Der Turm scheint leer. Die Unterstützung trifft ein und lässt Bodentruppen hinaus. 17.31 Uhr. Der Blackhawk nimmt die feindliche Basis unter Sperrfeuer. Kein Feuer wird erwidert. Die Bodentruppen begeben sich zu einer geeigneten Position. Die Belagerung dauert an. 18.10 Uhr. Immer noch kein Feindkontakt. Der Blackhawk nimmt die Basis erneut unter Beschuss und zerstört das Treibstofflager. Die Basis brennt. 18.30 Uhr. Wir kriegen ein Okay zum Verlassen unserer Position und sammeln uns mit den Bodentruppen nahe der Basis. 18.50 Uhr. Die Gefahr scheint fürs Erste gebannt. Die Basis scheint sauber. Wir warten auf Ersatzteil für unseren flugunfähigen UA-60M. Die Spannung bleibt bestehen. 9.10 Uhr. Weitere Verbünde treffen ein. Zeit, diese Basis zu plündern. Mit einer RPG bewaffnet schießen wir uns den Weg durch die Scheune in die Basis frei. Mehrere Tresore stehen offen. Die Plünderung beginnt. Die Blutrache ist vollendet. 19.30 Uhr. Es gab ein Problem beim Beschaffen der Ersatzteile. Wir können nicht länger warten. Wir ziehen uns fürs Erste zurück und begleiten unsere Verbündeten in deren Hauptquartier. 20.20 Uhr. Gestärkt und gesammelt fliegen wir zum nächstgelegenen Handelsposten und kaufen die Ersatzteile. 20.40 Uhr. Wir landen mit dem UA-60S einen Kilometer südlich der feindlichen Basis und nähern uns. Alles scheint sauber. 20.50 Uhr. Vorsichtig begebe ich mich zum beschädigten UA-60M und baue die Ersatzteile ein. Unser Bodentrupp gibt mir Deckung. 21.10 Uhr. Die Reparatur war erfolgreich. Der Blackhawk ist wieder funktionsbereit. Ich starte sofort. 21.12 Uhr. Feindkontakt. Zwei feindliche Helikopter nähern sich der Position unseres Bodentrupps. Unruhe breitet sich aus. 21.14 Uhr. Alarm. Der Blackhawk scheint eine Kugel in den Tank bekommen zu haben. Er läuft aus. Ich lande in Notch und repariere den Tank. Es geht weiter. 21.30 Uhr. Von unseren Verbündeten kriege ich nicht viel mit, sie scheinen die Feinde vertrieben zu haben. Vorsichtig nähere ich mich dem letzten Treffpunkt. 21.40 Uhr. Der verbündete UA-60S steht zum Glück immer noch am Treffpunkt. Unsere Verbündeten warten auf uns. 22 Uhr. Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern und nehmen kurz auf unsere Basis. Dies war Operation Mayhem. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt mal ein Spezialvideo. Ich habe mir gedacht, zu Weihnachten könnte man sowas machen. Das waren nämlich die 7 Stunden, die wir aufgenommen haben und ich den Sound nicht aufgenommen habe mit meinem Aufnahmeprogramm, weil das irgendwie nicht ging. Ich hatte es ja mal in den Weekly News erwähnt und das waren die 7 Stunden zusammengefasst, was wir da alles erlebt haben. Die Zeiten, die da angegeben wurden, waren keine realen Zeiten. Das war jetzt für Storytelling, ne? Also nicht wundern. Aber so im Groben ist das abgelaufen. Wenn ihr die ganze Story doch noch sehen wollt, dann schaut mal auf Blackbooks Kanal vorbei. Der lädt das alles aus seiner Sicht hoch. Wie gesagt, bei mir war halt der Sound nicht da, deswegen habe ich hier selber Sound hinzugefügt und so weiter. Und ich hoffe, das war dann doch so eine kleine Überraschung zu Weihnachten. So ein kleines Video mal ganz anders. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ja, ansonsten schaut bei Blackbook vorbei und ansonsten dann würde ich sagen, haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.